Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ich sitze wieder am Auto und jeder da draußen weiß Bescheid, wenn der liebe Jan am Auto sitzt, geht er wieder shoppen. Heute ist wieder mal der Seco am Start. Ich wollte heute eigentlich auch den Ömer mitnehmen, doch der hat heute echt lange geschlafen und hat es nicht geschafft, Freunde. Aber ich habe Ömer mittlerweile wieder überredet, das ein oder andere Mal in den Videos dabei zu sein. Deswegen ballert mal jetzt an dieser Stelle genau jeder Minimum 2-3 Kommentare mit dem Hashtag Ömer, dass er ein bisschen Motivation kriegt und ein bisschen Lust kriegt, wieder mal bei diesem Kudamm Shopping Vlogs mitzumachen. Ihr habt gesehen, dieser Kanal ladet mittlerweile nicht mehr so viele Videos hoch. Wir haben aber deswegen einen Zweitkanal. Im Moment ist noch kein Video auf dem Zweitkanal, weil wir noch nicht ganz genau die Richtung vom Zweitkanal haben. Deswegen schreibt mal jetzt auch in die Kommentare, welche Richtung ihr euch wünschen würdet, in welche Richtung dieser Zweitkanal gehen soll. Weil so, wir hatten die Idee, so zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, einen riesen XXL Burger zu machen. Ein allgemeines Konzept ist noch nicht da auf dem Zweitkanal, deswegen sind noch keine Videos hochgeladen. So lange müsst ihr euch noch hier mit diesem Kanal hier zufrieden geben, aber an dieser Stelle abonniert auch den Zweitkanal schon mal, meine Freunde, denn bald geht es da auch los. Wie gesagt, wir arbeiten noch an einem richtigen Konzept, damit das Ganze auch eine Thematik hat und eine Logik hat. Freunde, deswegen schreibt mal jetzt direkt jetzt, genau jetzt an dieser Stelle, jeder 2-3 Hashtag Ömer Kommentare, dass wir den wieder mal wieder pushen, den Jungen, und er mal wieder mal dabei ist, und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie gesagt, in welche Richtung der Zweitkanal gehen soll, Freunde. Ich fahre jetzt Kickdown-mäßig aggressiv zum Kudamm. Ab geht's zum Kudamm. Bis gleich. 5-8-5, meine City. In meiner Gegend sind keine Hippies. Man nimmt dein Leben, du kleiner Sippy. Du kennst sie kein, also leise Johnny. Sang gleich seine Helle, heißt keine Chance in meine Straße. Psychologisch wirst du angegriffen. Du brauchst scharfe Rücken zum Vermeiden Krücken. Du musst Scheine drücken, nicht verteile Stücke bei. Der Junge parkt immer so weit weg, dass er schon mit Roller kommen muss, ja. Und ich muss ihn sogar mit dem Roller entgegenfahren. Wir haben da hinten geparkt, ich hab da hinten geparkt und er parkt immer da hinten. Und dann treffen wir uns immer in der Mitte. Okay, ab geht's jetzt zum KDW. Versuche ich jetzt mitzunehmen. Warte, ich drehe ein Video. Egal was ist, er holt seine Kamera raus. Adidas Sponsoring läuft. Adidas? Warte gut, er nimmt dies. Weißt du, was ich geholt habe? Ja, ich merke schon, die Sohle ist schon schwarz. Sag mal, was? Bruder, ich frage mich aber, wohin das Geld fließt. Hä? Wohin fließt das ganze Geld? Warte kurz, wir fangen an. Hast du so eine Freundin in Thailand, so anonyme PC-Freundschaften, wo du dem Amazon Paysafe gerade schickst? Pullover ist nice, würde ich auch tragen. Machen würde sagen, feier ich, Bro. Okay, mein Outfit habt ihr ja schon gesehen, Root Shirt. Ja, ja, Bomb Angels, Air Force One. Warte, ganz kurz, Bruder. Was denn? Ja, das kennen die auch. Hi, Lu, los. Dankeschön. Ich bin gerade Chip. Okay, ab jetzt ins KDW rein. Bei Stone Island gefällt mir jetzt dieses Longsleeve hier. Die Jogger habe ich auch noch irgendwo, ja. Könnt echt mal ein Foto mit dieser Stone Island Jogger und Demi machen. Gucken wir mal. Kostet 149 Euro. Ansonsten haben wir hier noch Stone Island. Ist auch ganz cool für den Winter, so mit Kragen. So sieht das Ganze aus. Kommt nur mal kleiner, kann man mal anprobieren. Ja, aber ich hole das safe. Also 600 Glocken für den hier. Ich glaube 550 und auch 600 für den hier. Das ist die neue Kollektion. Das ist, glaube ich, die alte Kollektion. Das ist schon original mein Style, ne? Das ist schon sehr, sehr geil. Boah. Kaufen. Meinst du, Digga? Ja, ja. Sieht krass aus. Ja, ja. Ja. Einfach spontan kaufen. Der sieht so krass. Guck mal, die 7 Euro rechtfertigen die nur mit dieser Schrift hier. Balenciaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, Bruder, ein Buchstabe kostet 70 Euro. Kannst du richtig, Bruder? Boah, ich bin hart am Überlegen gerade. Seko, Bruder, was sagst du diesen Schuhen? Oder wenn hier nicht links Balenciaga stehen würde, 20 Euro. Balenciaga Speed Trainer Modell. Aber ich will jetzt nichts falsch sagen. Sieht okay aus, Digga. Sag was, okay, ich hab dieselben du. Kostet? Was sagst du zu meinem Polo Hoodie? Dein was? Zu meinem Hoodie? Krass. Stark. Krass. Du hast mich so. Ich geh nie wieder mit shoppen. Immer würde mich safe ausreden zu holen. Ja, einfach ja. Nice aus. Zu krass. Ja. So. 3000 Euro Eisautschuh. Von Philipp Lein. Der ist schon gut hässlich. Wow. Was sagst du zu dem 3000 Euro Schuh? Meine Kamera ist kaputt. Raus aus dem KDW und ihr könnt sehen, zwei Tüten, eine KDW-Tüte und eine Balenciaga-Tüte. Ich hatte ja gesagt, für 600 hole ich das, für 700 hole ich das nicht. Und er hat mir gesagt, 650 kostet das. Es war echt nicht in Planung. Ich mein 700, ne? Also ja. Sozusagen, wir haben jetzt 50 Euro gespart. Auf dein Nachtessen. Ich habe gerade in diesem Laden 650, 150, 800 Euro ausgegeben. Er sagt, ich habe gespart, Bruder. Ich habe gerade 800 Euro in 20 Minuten ausgegeben. Und jetzt gehen wir noch kurz zu LFDY. Und dann komme ich erstmal einen Monat zum Kudamm, glaube ich. Ja, Freunde, auf jeden Fall, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Dieses Video muss jetzt richtig barbermäßige Klicks haben. Damit er sein Geld raus hat. Ich muss mein Geld hier rausholen. Ansonsten
Schmerzt das. Nein, Spaß beiseite. Ist ein geiles Ding gewesen. Bin echt nicht jemand, der so gerne unnötig Geld ausgibt, aber wenn du so einen Balenciaga-Hoodie holst, der sah stark aus. 800 Euro minus, kann man machen. Nehmt euch auf jeden Fall kein Beispiel daran, dass ich es mache. Wie gesagt, ich arbeite dafür hart. Und dann gönne ich mir ab und zu mal sowas. Und jetzt gehen wir noch zum LFDY-Store. Heute kam der neue Drop raus. Und wir schauen mal, was wir da noch finden. Vielleicht noch 50 oder 60 Euro da ausgeben. Und dann würde ich auch sagen, man muss das Ganze nicht übertreiben. Vielleicht gehe ich noch kurz zu Prada rein. Man muss nicht übertreiben, aber man geht einfach kurz zu Prada. Ja, wir waren ja letztes Mal bei Prada, Bruder. Wir haben das nicht gefunden. Ja. Hier, das hier will ich holen. Und das hier. Das ist jetzt hier so ein Print an den Ärmeln. Auch bei LFDY war ich, finde ich, und ich würde damit sagen, wir hatten heute eine 100%ige Kaufquote, würde ich mal so sagen, wenn es dieses Wort gibt. Wir haben KDW, haben einen Longsleeve von Stone Island geholt und den Balenciaga unnormal krassen Hoodie geholt. Und dann haben wir noch bei LFDY einen Longsleeve geholt. Ihr wisst, ich bin ein mega Longsleeve-Fan und ich würde sagen, nachdem wir heute knapp 900 Euro ausgegeben haben, mit den Strafzetteln dazu locker 950, reicht das auch mit dem Shopping? Während ihr dieses Video guckt, läuft zurzeit ein XXL Pack Opening auf dem Kanal. Deswegen guckt auch direkt nach dem Video das letzte Video an und das vorletzte Video an und kommentiert immer fleißig, Freunde. Bitte zeigt so Aktivität, zeigt, dass ihr dran seid, zeigt, dass ihr motiviert seid und aktiv seid auf den Videos. Immer schön liken, aktiviert die Glocke, kommentiert immer fleißig und dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, habe ich gerade erzählt, was ihr zu tun habt. War ein kurzes Video, beziehungsweise es war jetzt nicht so viel an Pieces, aber die Pieces waren relativ teuer und deswegen muss man auch nicht immer übertreiben. Und so auf Krampf shoppen ist so gar nicht mein Ding, wisst ihr ja. Deswegen hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Ciao, ciao.